Die Verzweiflung der Ampelregierung ist nicht mehr zu verstecken. Denn mittlerweile wird offenbar, dass man versucht, händeringend Kapital überall zu holen, wo es nur möglich ist. Sprich, die Steuereinnahmen müssen nach oben gehen. Das kann jetzt sogar rückwirkend für Arbeitnehmer auch zu einem Riesenproblem werden, denn im Worst Case gibt es sogar eine Doppelbesteuerung. Gleichzeitig könnte es in der Zukunft für Betriebsprüfungen mit diesem neuen BMF sogar zur Einleitung von mehreren Strafverfahren kommen. Denn die Unternehmen müssen am Ende hier bei den Lohnabrechnungen dafür sorgen, dass alles ordnungsgemäß gelaufen ist. Und das ist vor allem für deutsche Arbeitnehmer im Ausland jetzt sehr, sehr kritisch. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater und wir halten dich immer auf dem Laufenden, was mit deinem Geld passiert und vor allem auch natürlich, wo du Steuern sparen kannst. Und ganz klar ist, die Bundesregierung steht vor dem größten Problem aller Zeiten, denn sie ist de facto pleite. Sie hat keine stark steigenden Steuereinnahmen mehr wie in der Vergangenheit. Die Rücklagen schmelzen in einigen Bundesländern dahin und man muss schauen, wie man an dieser Stelle neues Kapital heranschafft. Und hier hat jetzt Christian Lindner den glorreichen Einfall. Lindner will deutsche Fachkräfte im Ausland zur Kasse bitten. Denn Hintergrund ist, was es zum Beispiel ja in Deutschland gibt, gibt es hier, sag ich mal, für sogenannte Expats. Früher hieß es natürlich die Leute, die auf Montage sind, die im Grunde, sag ich mal, von deutschen Unternehmen ins Ausland entsendet worden sind, dass diese hier, sag ich mal, nur dort Steuern zahlen müssen, wo sie im Grunde tätig sind. Das war mittlerweile bisher der Fall. So hier natürlich hunderttausende Fachkräfte, die für einige Jahre den heimischen Arbeitsplatz verlassen und ins Ausland gehen, um in den USA, China, Indien und Türkei, Nigeria oder sonst auf der Welt für ihre Familie, Firmen, Fabriken bauen und Vertriebsnetze aufbauen. Also klassische Tätigkeit natürlich auch, die deutsche Auslandskonzerne haben. Warum wird das aber auch natürlich kommen? Denn in dem Zusammenhang, man braucht die Steuereinnahmen. Und hier ist es natürlich so, dass man sagt, okay, wenn die Arbeitnehmer ins Ausland gehen, dann zahlt ihr natürlich dort im Ausland Steuern. Denn dort habt ihr theoretisch dann euren Wohnsitz. Jetzt gibt es aber ein neues BMF-Schreiben, was hier durchaus die irrsinnige Tätigkeit ganz einfach klar macht. Und zwar, verantwortlich ist ein sogenanntes BMF-Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen, an das sich die Finanzämter in Deutschland halten müssen. In dem Erlass definiert das Ministerium den Ansässigkeitsstaat der Expats auf seine eigene neue Art. Üblicherweise müssen Beschäftigte ihr Einkommen in dem Land jetzt versteuern, wo sie arbeiten und wo natürlich der Mittelpunkt ihres Lebensinteresses ist. Und das will jetzt hier natürlich das BMF umdrehen. Und hier heißt es nämlich, nun aber kreiert der Fiskus neue Kriterien. Wer bei seiner Entsendung vom Arbeitgeber eine Rückkehrzusage bekommt, nicht seine Wohnung in der Heimat aufgibt oder auch Mitglied im örtlichen Sportverein oder in einer Partei bleibt, der soll weiterhin hierzulande Steuern zahlen. Und das wird jetzt richtig heftig, vor allem bei Konzernen, die natürlich überall auf der Welt, selbst im mittelständischen Bereich, jetzt Arbeitnehmer entsenden. Warum macht das die Bundesregierung? Natürlich mit Blick auch darauf, dass immer mehr deutsche Unternehmen jetzt ihre Arbeitnehmer ins Ausland schicken, also auch teilweise gut bezahlte Ingenieure, Softwareentwickler und sonstiges, die man eben, sag ich mal, jetzt hier in Deutschland nicht mehr braucht und man dadurch im Ausland die Arbeitskosten senken will, ist natürlich jetzt hier auch das BMF und sagt, naja, wir sichern uns hier schon mal ein Stückchen ab. Jetzt ist aber so, es gibt hier bereits eine Analyse von Ernst & Young, auch bekannt als EY. Und das Krasse ist an der Stelle, die Unternehmen können diese Regelungen gar nicht befolgen. Und das ist jetzt der Oberhammer. Denn laut BEY heißt es hier, faktisch könnte die Entsendung der Unternehmen, die Unternehmen des BMF-Schreibens nicht befolgen, da sie schon aus datenschutzrechtlichen Gründen gar nicht die persönlichen Lebensumstände ihrer Expats kennen können. Und jetzt ist es da nämlich der nächste Punkt. Denn da sagt auch EY direkt, später falsche Lohnsteuerabrechnungen und damit Steuerhinterziehung können hier vorgeworfen werden. Denn ich müsste jetzt im Grunde hier ganz genau über meine Mitarbeiter Profile anlegen, um zum Beispiel erstmal ganz klar kann ich sagen, okay, Rückkehrzusage, kein Problem. Kann ich als Arbeitgeber definieren, kein Problem. Aber weiß ich denn, ob er seine Wohnung aufgibt? Denn das, da geht es ja schon los, dass viele sagen, hey, ich wohne vielleicht doch bei den Eltern, oder ich ziehe wieder dann zu meinen Eltern, wenn ich eh ins Ausland gehe, habe dort eine Meldeadresse, bin aber trotzdem erstmal weg. Die Lebensumstände weiß ich nicht.
Also da geht es ja schon los. Oder zum Beispiel auch hier das Thema Mitglied im örtlichen Sportverein. Naja, was mache ich, wenn er seine Mitgliedschaft plötzlich kündigt? Dann fliegt mir das um die Ohren. Oder in welcher politischen Partei sind Sie denn tätig? Also das ist jetzt wirklich langsam mehr als irre, wenn plötzlich Arbeitgeber anfragen müssen, in welcher Partei ein Angestellter tätig wird. Das ist wirklich völlig irre, was sich das BMF hier einfallen lässt. Und unter diesen Bedingungen dann ganz klar zu sagen, wie es ja auch Vivo richtig schreibt, später falsche Lohnabrechnungen und damit Steuerhinterziehung kann den Unternehmen vorgeworfen werden. Denn, und da sagt es Vivo auch korrekt, zudem drohen den Mitarbeitern hier natürlich im Worst Case auch Doppelbesteuerungen. Warum? Weil sie natürlich nach internationalem Recht üblich hier das Besteuerungsrecht im jeweiligen Land vor Ort haben. Gleichzeitig fliegt ihnen aber dann auch noch die Doppelbesteuerung hier im Inland um die Ohren. Also werden sowohl Unternehmen potenziellerweise tausende Steuerhinterziehungstatbestände, die hier stattfinden, also von jedem Arbeitnehmer einzeln geprüft, das natürlich hochskaliert, plus natürlich den Arbeitnehmern im Ausland drohen massive Nachzahlungen in Deutschland. Denn, und das ist der springende Punkt, der Arbeitgeber hat ja nur für den normalen Lohn hier das entsprechend einzubehalten und abzufinden. Wenn aber die Besteuerung schon im Ausland stattgefunden hat und der Arbeitgeber sagt, na, ich habe deinen Lohn ja korrekt ausgezahlt nach dem DBA, aber der muss jetzt hier in Deutschland nochmal nachversteuern, dann trifft das hier nochmal den Arbeitnehmer. Und das Krasse, und das ist auch, wo EY sagt, der Erlass gilt ungewöhnlicherweise auch rückwirkend für alle noch offenen Fälle beim Finanzamt. Und da sagt selbst EY, das sei unverhältnismäßig, weil natürlich auch in dem Zusammenhang die neuen Nachweispflichten überhaupt oder mit vertretbaren Aufwand rückwirkend gerecht zu werden, ist gar nicht möglich. Denn ich müsste ja an der Stelle, wie gesagt, jetzt jeden Mitarbeiter, und wir sprechen jetzt hier nicht über 3, 4 Mitarbeiter, also man muss sich selbst vorstellen, wir haben auch Bekannte, die zum Beispiel auch mal für BMW damals nach Mexiko rüber sind oder in andere Länder, wo es halt hieß, die waren eine Zeit lang auf Montage, haben dort, sage ich mal, die Strukturen aufgebaut, aktuell auch Bekannte von mir, für den großen Elektrohersteller weltweit unterwegs. Und der ist, sag ich mal, für die Fertigungsstraßen, für einen bestimmten Prozess zuständig. Und der reist gerade, sag ich mal, immer wieder nach Amerika, China und so weiter und so fort. Und da ist es auch so. Da müsste man theoretisch auch immer wieder punktuell prüfen, ja, wie soll man das denn richtig machen? Klar, jetzt sind Kinder und Familie hier, aber trotzdem ein Riesenproblem. Und da ist natürlich dieser Bürokratieabbau, über den sich ja auch Olaf Scholz am Wochenende riesig gefreut hat, denn Olaf Scholz sagt ja, er sei der wirtschaftsfreundlichste Kanzler überhaupt. Bisher. Und da sagt auch zu Recht hier der Steuerexperte beim Bundesverband der Deutschen Industrie, Auslandsentsendungen von Mitarbeitern sind für unsere international aufgestellten Industrie alltäglich. Detaillierte Einzelfallprüfungen, Steuerkonflikte mit dem Ausland, drohende Doppelbesteuerung. Der BDI fordert daher, das BMF-Schreiben muss dringend überarbeitet werden. Und da sieht man eigentlich mal wieder, wie realitätsfern mittlerweile hier auch die Bundesministerien agieren. Denn wie gesagt, ich kann nicht nachprüfen. Also selbst es ist ja auch datenschutzrechtlich und auch vom Arbeitsrecht her. Ich darf ja gar nicht fragen, in welcher politischen Partei der ist. Denn wenn ich den frage, bist du in einer politischen Partei, bist du in irgendeinem Schützenverein oder sonstiges, das könnte alles eine Auswirkung haben. Genauso könnte man auch fragen, naja, bei Religion ist es jetzt was anderes, weil es ein Abzugsmerkmal ist, aber in bestimmten Bereichen, da darf ich als Arbeitgeber gar nicht ranfallen. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch die Fälle, wo es heißt, naja, ich will nicht, dass mein Arbeitgeber weiß, dass ich Kinder habe, dementsprechend lasse ich alles in der Lohnsteuerklasse 6 abrechnen, bin ich ohne Probleme dabei und sie holen mir das alles über die Steuerklasse. Auch diese Fälle gibt es in besonderen Fällen, dass hier die Abrechnungen so gestaltet werden. Und das ist mittlerweile, wo man sagt, da beißt sich wirklich die Katze in den Schwanz. Das Finanzministerium versucht hier händeringend, um den Haushalt 2024 zu retten, hier Steuereinnahmen zu generieren. Gleichzeitig wirft man mal schnell den Datenschutz für alles Mögliche ab über Bord. Gleichzeitig das Arbeitsrecht auch über Bord, weil man sagt, das ist ja, ich müsste ja bei den Bewerbungen am Anfang sogar fragen, hey, bist du in einer politischen Partei? Also, da geht es ja schon los. Bist du Mitglied in einem Sportverein? Bist du Mitglied in einer politischen Partei? Wenn ich das allein beim Bewerbungsgespräch, sage ich mal, abfragen würde, da würden die mich schon komplett wegklagen, weil sie sagen, hey, was geht dich das an? Dann sage ich, hey, wenn ich dich ins Ausland entsenden will, dann muss ich das doch wissen. Und dann sagen die natürlich, ja, arbeitsrechtlich ist er nicht verpflichtet, es zu sagen, aber das Finanzamt will es wissen. Und schon wieder haben wir so eine, sage ich mal, komplett undurchdachte Situation. Und wo ich dir ganz klar sagen kann, wenn du sagst, hey, boah, das will ich aber nicht mehr so wirklich haben und will hier mal richtig Steuern sparen, dann schau mal hier,
auf unsere Seite, und zwar www.steuermückhoff.de. Da gibt es hier unter dem Reiter Steuernspar mit PV-Anlagen eine umfangreiche Seite, wie du auch als Arbeitnehmer zum Beispiel Steuerlast rückwirkend nochmal hier um bis zu 50.000 Euro schnell mal reduzieren kannst. Einfach diesen Fragebogen hier ausfüllen, ab einem Investment von 200.000 Euro brutto, wenn du da natürlich mit dabei bist, also netto natürlich ohne Umsatzsteuer, aber brutto und natürlich inklusive Finanzierung, wenn du es finanzieren willst, ist das hier ohne Probleme möglich. Ist natürlich, wie Christian Lindner am Ende zu dieser Situation steht, denn auch er hat ja eigentlich sich auf die Fahne geschrieben, hier den im Grunde Bürokratieabbau voranzutreiben, aber das ist wirklich das komplette Gegenteil und damit fährt man natürlich hier vor allem das komplett gegen die Wand, was natürlich den meines Erachtens jetzt schon die Deindustrialisierung vor allem für unsere sowieso schon weltweit aufgestellten globalisierten Unternehmen hier nochmal vorantreiben wird, weil die sagen, hey, dann hole ich mir keine deutschen Arbeitnehmer mehr, weil das ist ja ein Riesenchaos. Man hat sich mit DBAs auf so vieles geeinigt und jetzt zieht man hier im Grunde den Stecker und sagt, schön, dass sie global aufgestellt sind, aber wir sind pleite, wir brauchen Kohle.